Hey meine Lieben, heute zeige ich euch diesen Look und zwar Kim K inspired. Eigentlich hätte ich das machen sollen, wo ich noch lange Haare hatte. Jetzt ist es immer so. Ich bin nicht Ducky Dye. Nein, nein, nein. Ich habe mein Unterhemd zusammengeknotet. Ich finde, das sieht immer ästhetischer aus, wenn man so aussieht, als wäre man nackt. Keine Ahnung warum, aber ich bin es nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch einmal sagen, ihr wundert euch sicherlich, unterstützt durch Produktplatzierung. Kein Produkt, kein Make-up-Produkt. Und zwar ist es diesmal unterstützt durch Me, Myself und I. Me, Myself and I, is all I got in the air, is what I found, ich kann den Text nicht, es tut mir leid, wenn es falsch war. Und zwar Produktplatzierung durch mich selber. Ich hatte es schon auf Instagram in meiner Insta-Story verkündet. Einige sind ja sehr fuchsig da draußen. Die haben das auch schon gewusst, gecheckt, dass ich meinen eigenen Merch habe. Also es ist noch nicht mal so ein klassisch Merch, sondern ganz kurz nochmal zu der Unterstützung durch Produktplatzierung. Die ist, also sobald ich Werbung selbst für mein eigenes Produkt mache, ist es unterstützt durch, also es ist Werbung und das muss ich halt gesetzlich kennzeichnen, nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß nicht, ob es andere YouTuber machen oder nicht, kann ich euch nicht sagen, aber es ist gesetzlich so festgelegt, selbst wenn ich meine eigenen Sache promote, ist es Werbung und deshalb unterstützt durch Produktplatzierung. Ich hoffe, das hat jetzt alles Sinn gemacht. Und zwar bin ich mit meinen eigenen Handyhüllen rausgekommen. Das ist so, ich bin total aufgeregt, weil das ist das erste Mal nach fast 5 Jahren YouTube, dass ich was Eigenes rausbringe und ich bin ja auch noch nicht so groß, aber, also, ich meine, ich weiß, ich bin klein und ich bin schon alt, aber ich meine jetzt von meiner Reichweite her. Es ist auch kein Make-up, was nicht schlimm ist, aber ihr wisst, hatte immer mal so lustige, coole Handyhüllen. Ich wurde immer gefragt, was es ist. Ich habe mir mal durchsichtige Handyhüllen gekauft und dann immer meine Initialen irgendwie raufgeklebt. Und dann habe ich noch irgendwo noch woanders Sachen zubestellt, um dann HS zu haben oder Hashtag HS. Aber jetzt hatte ich die Möglichkeit, meine eigenen Handyhüllen rauszubringen. Und zwar fange ich an mit der hier. Lashes für alle. Wer erinnert sich in Ebrus Vlog, als wir zusammen auf der AIDA waren. Ebru, ich liebe dich. Ich hoffe, dass ich dich bald sehen kann und den Kleinen. Hatte sie Lashes von mir anprobiert und da kam ich zu ihr und ich weiß gar nicht, was passiert war. Auf jeden Fall meinte ich so Lashes für alle. Einige werden sich sicherlich daran erinnern und das ist daher inspiriert. Ihr wisst, ich und Lashes, Lashes und ich. Ich trage fast immer Lashes. Also viele wissen auch, Hattie und Lashes. Ihr wisst auch, dass mein Traum immer war, Lashes rauszubringen. Ich habe jetzt ziemlich oft Wimpern gesagt. Dann kommen wir zur zweiten Hülle. Das ist in einem Livestream entstanden auf Instagram. Und zwar einfach aus dem Grund, ich hatte mich irgendwie so über ein paar Leute habe ich mir halt Luft gemacht in meinem Livestream. Und da sind halt immer mal Leute, die sagen, oh Gott, deine englische Aussprache ist so schlimm. Warum versuchst du es so doll? Das Witzige ist, ich versuche gar nichts. Ich rede einfach. Ob falsch oder richtig, ich lasse mir halt keine Maulsperre verpassen von irgendwelchen Leuten, die irgendwas nicht mögen, wie ich was sage. Auf jeden Fall hatten wir uns dann gemeinsam lustig darüber gemacht und dann meinte ich so, ja, Girl, die hatten sich auch so über das Girl aufgeregt und dann hatten wir halt so gesagt, ja, Girl, aber dann mit Ö, alles mit Ö, Ä oder Ü. Und deswegen ist diese Handyhülle entstanden und zwar Hashtag Girl. Ihr schreibt es mittlerweile selber. Ich kriege auch super viele Nachrichten, dass viele sagen: Oh Gott, Hatti, ich rede schon so wie du, das ist so schlimm. Und dann fragen schon die Leute: Ja, woher hast du dieses Girl? Na, von Hatti. Ich kriege so witzige Nachrichten darüber, was mich mega freut, weil Hashtag Girl haben wir zusammen ins Leben gerufen. Deswegen verbindet mich Hashtag Girl mit euch, mit meiner Community, die wir, also wir sind zusammen groß geworden und Hashtag Girl, Hashtag Team Hattie Never Stops. Und übrigens heißt die ganze Aktion Lashes, Camera und Action, einfach aus dem Grund, weil ich Lashes, Kamera wegen YouTube und
Action wegen dem Drehen. Ich finde, das ist alles ziemlich ich. Ich hatte auch die Möglichkeit, andere Sachen rauszubringen und die haben halt einfach nicht gepasst. Also das wollte ich dann auch nicht, aber Handyhüllen fand ich ziemlich cool. Ich wollte auch etwas haben, wisst ihr, was nicht so unfassbar erschlagend teuer ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte halt etwas, dass ihr was von mir habt, was ihr bei euch tragen könnt. Aber okay, die letzte Handyhülle ist diese hier. Hier unten ist das Pamukkilein. Ihr wisst, dass Pamukkilein mit zur Familie gehört. Der ist süß, ne? Oh, ich vermisse den so sehr. Ich habe den Kleinen gar nicht mehr lange gesehen. Dem geht's gut. Viele, viele Fragen. Also er macht sich echt gut. Der Arzt meinte, Katzen sind super zäh. Die halten echt viel aus und er hat wirklich viel eingesteckt. Und ihm geht's so, so gut. Er geht auch schon wieder raus. Und auf jeden Fall soll ich das sein mit meinem coolen Herno-Mantel, dieser gelbe, lustige. Ihr wisst auch, dass ich das oft in meiner Insta-Story anhatte und ich, soll ich es kaufen, soll ich es nicht kaufen? Und viele meinten so, Hatti, du musst den Mantel haben, das bist du. Und deswegen ist das meine dritte und letzte Hülle. Hier unten habt ihr überall HS für Hattie Schmidt. Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, dann nehmt ihr auch an einem Gewinnspiel teil, sprich zwei Leute können eine Handyhülle gewinnen und einen Blog. Und wenn ihr euch fragt, hä, warum ein Blog? Weil ich nämlich auch mit zwei Notizblöcken rausgekommen bin. Also einmal mit so einem Heftchen mit dem Hashtag Girl und einmal mit dem Blog, wo ich mit Pamukkilein drauf bin. Und ihr wisst, dass ich ja viele oft Kalender benutze, also ich arbeite sogar mit zwei Kalendern, einen kleinen, den ich halt immer in meine Tasche packe und Kalender so, und deswegen wollte ich auch etwas haben, was auch so zu mir gehört. Also ich schreibe sehr, sehr viel auf Zettel, weil ich immer irgendwas aufgeschrieben brauche, deswegen auch das. Und genau, wer sich bei dem Newsletter anmeldet, kann auch, wenn auch zwei Blöcke verlost. Was gibt es noch zu sagen? Wenn ihr den Hashtag Lashes Camera Action benutzt und ihr eine Handyhülle oder einen Blog gekauft habt, dann teilt es bitte auf Instagram mit mir, dann kann ich das auf jeden Fall liken und kommentieren. Ich möchte an eurem Spaß teilhaben, deswegen nutzt super gern den Hashtag, ich blende ihn euch hier irgendwo nochmal ein. Alle Infos findet ihr ganz oben in der Infobox und ich würde sagen, rede ich nicht mehr so lange und fange am besten mit dem Tutorial an. Yay! Hi Leute, ja, ich habe vierlagiges Toilettenpapier in den Haaren. Ich mache heute ein Kim Kardashian-inspired Make-up. Oh, ich mach grad mal noch mein Handy aus. Und zwar möchte ich genau diesen Look hier schminken. Ich finde, der ist halt perfekt für den Alltag. So, also ich weiß, dass Kim Kardashian West kein Primer trägt. Ich weiß auch, dass Make-up bei Mario auch darauf verzichtet, weil er sagt, eine Feuchtigkeitspflege reicht halt völlig aus. Ich nehme einfach ein Gesichtswasser. Das hier ist von La Mer, The Mist. Das ist arschteuer. Das ist echt arschteuer. Das hatte mir Douglas netterweise zugeschickt. Und jetzt sprühe ich mal mein Gesicht an. Und das arbeite ich nochmal mit meinem Beauty Blender in die Haut ein. Ich habe mir für das Video extra Fake Tan drauf gemacht. Damit so ähnlich wie möglich wird. Ach so, oh Gott. Disclaimer. Blablabla. Bevor hier Mord und Totschlag wieder in den Kommentaren herrscht. Selbstverständlich versuche ich nicht, Kim Kardashian zu sein. Also ich finde einfach nur ihr Make-up toll. Also ihr wisst, dass ich Make-up bei Mario liebe. Er schminkt sie ja. Und ich liebe seine Arbeit und ich finde den Look an ihr so unfassbar schön. Deswegen möchte ich den auch nachmachen. Versuchen, so ähnlich zu schminken, also einfach so inspired. Und als Gesichtspflege nehme ich das Öl von La Mer. Ich habe das alles noch nicht ausprobiert. Eigentlich wollte ich mir noch eine Feuchtigkeitspflege auftragen, aber mein Problem ist, dass ich hier schon sitze und ich wollte nicht nochmal aufstehen. Und diesmal bin ich auch alleine. Muss ich das überhaupt schütteln? Darf ich das überhaupt schütteln? Ich würde gerne wissen, was Kim Kardashian für eine Hautpflege benutzt, weil, boah, die hat eine krasse Haut. Also wenn das ihre Haut ist, wenn sie wirklich kein Make-up trägt, dann holy moly, ey. Das sind ja mal Life Goals, du. Ich weiß, dass Make-up bei Mario eine Creme von Kiehl's benutzt, also ich hatte irgendwann mal, wie gesagt, ein Interview gelesen, da hat er das halt gesagt. Es ist 16 Uhr.
Draußen sind es 30 Grad und ich sitze hier und schminke einen Make-up-Stuhl. Okay. Die Foundation, die ich auftragen werde, ist von Art Deco und zwar die High Definition Foundation. Und das ist jetzt die Farbe 8. Ich denke, das wird ein bisschen zu dunkel. Deswegen mische ich nochmal dieselbe Foundation, aber in der Farbe 04 rein. Mischt es gut. Und das trage ich mit diesem Art Deco Pinsel auf. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich nicht die Armani Luminous Silk Foundation nehme. Die benutzt sie ja auch. Die ist mir mit Fake Tan zu hell. Ich habe da ja die Nummer 4. Und das Dunkelste, was ich gerade da habe, ist halt die Art Deco Foundation gemischt. Passt es halt mit dem Fake Tan irgendwie gefühlt am besten. Das Ganze arbeite ich natürlich nochmal mit einem Beauty Blender ein. Den Concealer, den ich benutze, ist der von Becca Cosmetics. Und zwar einmal die Farbe Fair und Porzellan. Und Fair gebe ich mir so direkt hier auf und auch einarbeiten. Zum Highlighten nehme ich die Farbe Porzellan. Ah, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich wollte meinen Highlighter auftragen. Sowas hasse ich wie die Pest und der ist nicht so schön auf der Foundation. Ich mag den lieber in der Foundation oder unter der Foundation. Konturieren werde ich, weil ich finde, dass sie extrem konturiert ist auf dem Bild. Dafür nehme ich von Anastasia Beverly Hills meinen Konturstick in der Farbe Fawn. Meine Kontur verarbeite ich mit dem MAC 159 und das sprühe ich dann immer gern noch mit so einem Gesichtswasser an. Die Kontur, dafür nehme ich diesen kleinen Mini-Beauty-Blender. Und nach dem Konturieren blende ich dann die Highlight-Farben ein. Und dann gehe ich auch über die Konturstellen, damit die auch in die Haut eingearbeitet werden. Also ich finde, dass gerade ihr Kinn, Nase, Stirn extrem gehighlightet ist. Also so dieser Bereich, der. Und hier gar nicht mal so doll. Wenn ihr es sehen, hier ist es jetzt schön hell. Hier. Mein Puder ist alle. Okay, ich habe mir ein neues Puder geholt. So, das Ganze backe ich mit dem Laura Mercier Puder. So, das ist schon mal gut. Mein restliches Gesicht sette ich mit dem Becca Puder. Aber nur mega leicht, deswegen nehme ich so einen fluffigen Pinsel. Okay, was ich dann mache ist Bronzer auftragen und zwar nehme ich da den von Marc Jacobs, den Tantastic und wärme jetzt komplett mein Gesicht auf. Ich meine, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ein perfekter Alltagslook. Natürlich ist das hier unfassbar professionell geschminkt, also das ist nichts, was so ein 5-Minuten-Look ist. Aber man kann ihn super easy schnell nachschminken. Das geht auf jeden Fall. So, dann können wir auch schon die Reste hier wegnehmen. Was ich mache, ich nehme so einen kleinen Pinsel, so, das ist der Morphe M506 und nehme nochmal ein bisschen Bronzer und gehe über meine Nase. Dann könnt ihr euch das Puder unter dem Auge so ein bisschen über die Nase verblenden, dann ist die Kontur da nicht mehr so doll. Also man blendet es dann sozusagen aus. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich nehme noch ein kleines bisschen mehr Bronzer, weil sie hat halt so in diesem Wangenbereich unfassbar viel Wärme. Also triangelförmig, würde ich sagen. Ein kleines bisschen Konturpuder nehme ich auch. Und zwar das von Kevin O'Quarr in der Farbe Medium. Und das gebe ich mir dann direkt hier so auf. Dann würde ich sagen, mache ich mit den Augenbrauen erstmal weiter. Ja, nicht zu doll, aber auch nicht zu natürlich. Ich denke, bei ihr ist es halt
Allgemein, weil die sehr, sehr dunkel sind. Und zum Auffüllen nehme ich das Puder von Tarte. Da habe ich die Farbe Black Brown. Zum Highlight nehme ich von Benefit die 3D Brow Tones. Da habe ich die Farbe 4, also eine Farbe heller. Das Ganze sette ich gleich, aber vorher gehe ich nochmal mit meinem Schwamm so unter meine Augenbraue. Also die Lidschatten mache ich mit den Augen weiter und ich nehme die Lidschattenpalette von Make-up by Mario. Ich weiß nicht, also sie hat ein bisschen Braun und Gold in den Augen. Mal schauen, was ich da jetzt nehme. Ich nehme die Farbe Violetta, dieses dunkle Braun. Und das verteile ich so, beziehungsweise verblende ich richtig sorgfältig. Weil sie trägt da wirklich nicht viel. Und auch so ein bisschen auf mein Lid. Ja, so in etwa. Ich habe das Gefühl, dass sie so in diesem Bereich was Oranges hat und deswegen nehme ich die Farbe Isabelle und ein bisschen kleineren Pinsel und die Farbe gebe ich wirklich nur hier so auf. Der Look wäre perfekt gewesen, wenn ich noch meine langen Haare hätte. Dazu die hat sie ja auch so. Das hatte ich auch immer ganz oft gemacht. Dann nehme ich die Farbe Fifth Avenue und das trage ich mit meinem Finger auf. Bei ihr ist es auch hier oben richtig doll gehighlightet. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es geht bis hier oben hin. Okay, dann nehme ich nochmal diesen Pinsel und gehe so nochmal drüber. Dann nehme ich nochmal diesen kleinen Pinsel und nochmal die Farbe Violetta und gebe es direkt unter meinen Wimpernkranz. Das hat ja Kim immer, ne? Dieses richtig viel, also braunen Lidschatten unterm Wimpernkranz. Das hat sie ja echt immer. Also sie trägt keine Fake Lashes. Ach so, doch, trägt sie. Aber nur einzelne. Also ihr wurden ein paar außen aufgeklebt. Oh. Ich nehme mir, um meinen Wimpernkranz ein bisschen zu verdichten, nochmal die Farbe Violetta und gebe die direkt hier so auf. Meine Wimpern tusche ich. Erstmal nehme ich eine Wimpernzange und dann die Catrice Glam & Doll Mascara. Kim hat ja auch diese unfassbar schönen, langen, unteren Wimpern. Die wurden sehr definiert, aber bevor ich das mache, ha! Sie trägt auf jeden Fall nudefarbenen Kajal und das nicht zu wenig. Das Ganze sette ich auch mit einem bisschen Puder, weil ich den ganzen Tag was von meinem Kajal haben möchte. Jetzt kommen wir zu dem Teil Fake Lashes auftragen. Und zwar habe ich hier ganz viele von Adele. Ja, das wird jetzt ein Spaß. das ist gar nicht so einfach, finde ich. Aber gut, ich mache es auch nicht so oft. Ich gebe mir am besten ein kleines bisschen Kleber auf so eine Oberfläche. Also Wimpernkleber. Hier habe ich die Wimper, könnt ihr das sehen? Und dann klebe ich den so auf meine eigenen Wimpern. Aber man sieht hier jetzt nicht so doll. Okay, die Wimpern kleben einigermaßen. Kommen wir zu den Lippen. Da nehme ich einen Lip Liner von Trended Up in der Farbe 200 und fülle mir einmal so die Lippen auf. Sie hat sowas Peach-Nudiges, würde ich mal sagen. Ich glaube, das war sogar die Kampagne von mit Kylie Cosmetics zusammen. Meine ich. Ich nehme noch ein kleines bisschen Subculture von MAC, weil ich sehe, dass sie hier und oben ein bisschen mehr Farbe hat. Der Lippenstift, den ich dafür nehme, ist von Smashbox, der die Be Legendary Lipsticks in der Farbe Nerve, glaube ich. Oben drüber nehme ich dann auch von Smashbox von der Be Legendary Lipsticks Reihe die Farbe Famous. Könnte hinhauen, könnte. Okay. Ich meine, sie ist mindestens NC 40, 45 und ich bin NC 10 oder so. Okay, machen wir weiter. Ich trage einen Blush auf und zwar den Luminoso.
Dann trage ich einen Highlighter auf, und zwar den von Becca, der nicht Luminoso, sondern Moonstone. Also sie ist wirklich hier doll gehighlightet. So richtig doll. Dolly doll. Ihr Kinn. Ist natürlich auch für das Foto so doll, ne? Also für den Alltag. Ich nehme einen kleineren Pinsel und dann gebe ich mir hier einen Highlighter drauf. Meine Nase sieht echt stupsig aus. Okay. Das sehen. Die Nase ist echt gut konturiert. Mama mia. Gebe mir noch ein kleines bisschen Highlighter unter meine Augen. Das ist mein Kim K inspirierter Make-up-Look. Ich hoffe, dass er euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich fand das eine ziemlich coole Sache. Zudem ist der Look echt richtig schön. Ich meine, der ist doll. Der ist wirklich doll. Aber man kann ihn halt super easy für den Alltag komprimieren. Also man muss das, was ich jetzt hier alles gemacht habe, selbstverständlich nicht machen. Aber ich bin ja mega zufrieden. Es gefällt mir echt richtig gut. Ich bin übrigens nicht nackt. Ich habe mein Unterhemd zusammengeknotet. Okay, wenn ihr jetzt noch Fragen zu diesem Look haben solltet, dann stellt diese super gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.